Hallo Freunde, ja, das nächste Video, was soll ich sagen, es wird eine Art Hochzeit geben und zwar, wie kombiniere ich jetzt meine Econlux Abdeckung, die ich mir dazu geholt habe zu meinem Becken, mit den Rigid Stripes von Vella LED. Da kann man jetzt viel zu sagen, aber ich kann es euch auch zeigen. So, jetzt ist das Ganze eingebaut in diesem Econlux Cover. Das hier ist ein Aluminiumprofil, hat dann hier die Enden und die Halterung ist jeweils aus Kunststoff. Ich schwenke mal einmal kurz rüber. So. Und wie man hier unschwer erkennen kann, habe ich die Originalhalter von den Rigid Stripes verwendet. Ich werde das jetzt mal so ein bisschen ankippen. So, und versuchen das nicht ins Wasser zu werfen, noch ist das Wasser drin. Da seht ihr, alle drei Leisten sind angebracht. So, jetzt ist mir aber Folgendes aufgefallen, und zwar wurde ich auch schon im Forum darauf hingewiesen, dass hier diese RGB-Leuchte recht ungünstig positioniert ist. Das heißt, ich werde mir jetzt noch ein bisschen Material holen, da die Ganze nach vorne setzen, gucken, wie weit ich die nach vorne bekomme, damit ich die nach hinten hin abwinkeln kann und so die Fische von vorne beleuchte. Ich hatte das nämlich bis jetzt nur mit meiner Hand im Wasser ausprobiert und das ist einfach, es wird alles schattig, weil ich beleuchte wenn ich von vorne hier reinschaue, klar, beleuchte ich von hinten und das sieht nicht so pralle aus. Was aber noch hinzukommt, ich werde euch gleich zeigen, wie ich dann das geändert habe. Hier nochmal der aktuelle Stand auf der Werkbank. Hier habe ich die mitgelieferten Halter verwendet und jeweils mit einer Schraube hier an dem Halter der Econlux Abdeckung befestigt. Jetzt möchte ich aber diese Leuchte weiter nach vorne bekommen. Und dazu habe ich mir jetzt hier ein Winkelprofil geholt. Das werde ich ein wenig bearbeiten und zeige euch dann, wie das aussieht. Jetzt muss ich erstmal alles auseinandernehmen. Dann zeige ich euch auch nochmal die Abdeckung in ihren Einzelteilen ein bisschen genauer. Ja, das sind die fünf Hauptbestandteile dieser Econlux Abdeckung. Wir haben ja also zweimal die Aufnahmen für die Leuchtbalken, die eigentlich natürlich dafür konstruiert sind, Econlux Balken aufzunehmen. Aber durch diese vielen Aufnahmelöcher hat man da auch ein paar andere Möglichkeiten, nimmt aus Hartkunststoff, genauso wie die Enden, die hier mit einer Madenschraube dann an dem eigentlichen Aluprofil festgeklemmt werden. So, ich hoffe mal, kann man hier so einigermaßen sehen. Also ist wirklich schlicht gehalten und erfüllt voll und ganz seinen Zweck. Bin da sehr zufrieden. Es sind noch weitere Anbauteile dabei, aber die sind dann speziell für Econlux Leuchtbalken, die ich ja nicht habe und deswegen zeige ich die jetzt einfach mal nicht. Ja, diese Aufnahmen, die werden dann einfach hier auf diese T-Schiene aufgeschoben. Ja, sollte ich keinen massiven Lenkfehler gehabt haben, so sehen die Halterungen jetzt so aus, oder ich sag mal so, die Adapter für dieser Halterung werden dann hier drauf geschraubt, die Rigid Stripes hier dran. Die habe ich noch ein Loch für einen Kabelbinder gemacht. Aber ich baue das einfach mal zusammen und dann sehen wir, ob es passt. So, die Montageplatten hier, die gehen sehr leichtgängig drauf und dadurch haben die auch relativ viel Spiel, so dass die sich eigentlich drehen können. Was, wenn man hier das Gewicht gleichmäßig verteilt, nicht so sehr ins Gewicht fällt. Ja, Doppelgewicht. Jetzt habe ich natürlich die RGB-Leuchte nach vorne gesetzt. Dadurch verlagert sich natürlich auch das Gewicht und die Leuchte zieht das Ganze so nach unten und es würde hier kippeln. Dadurch musste ich dann tatsächlich hier eine Schraube reinmachen, um das zu kontern, und habe hier noch aus den, die ich ja jetzt übrig habe, die Halter von den Rigid Stripes, noch ein Konterstück gebaut, einen Abstandshalter. Und damit sollte das eigentlich soweit funktionieren. Aber das sehen wir jetzt, wenn wir es ins Becken einbauen. Ich und mein Wir-Gefühl. Es funktioniert tatsächlich so, wie ich es erhofft habe. Ich habe jetzt vorne meine RGB-Leuchte, die nach hinten praktisch abstrahlt. Es ist stabil hier drin. Stabil genug, also wenn ich da richtig dran ruppe, dann ist es nicht mehr stabil, dann ist es kaputt. Das wollen wir natürlich nicht. Ich habe jetzt nur mal den hinteren Teil der Abdeckung drauf, um zu zeigen,
wo es dann ungefähr liegt. Was jetzt noch bleibt, ist, wenn ich das mal abnehme, hier hinten die Kabel einigermaßen festmachen und so weiter. Das wird sich aber verschieben, nicht Teil dieses Videos sein, weil es ist dann doch ein bisschen langweilig. Weil erstens, wenn euch das aufgefallen ist, hier ist jetzt eine andere Tapete. Das heißt, ich habe das Becken umgestellt und werde mich jetzt erstmal damit beschäftigen, den Schrank wieder auszurichten. Weil die Beleuchtung ist soweit in Ordnung, da kann ich zwischendurch mal weitermachen. Da kommt jetzt nicht wirklich was Frisches, ich kann sie noch mal so ein bisschen drehen. Aber das habt ihr ja gerade schon mal gesehen, wie das dann aussieht hier drunter. Ich finde, die Lösung ist so ganz in Ordnung. Ich bin damit völlig zufrieden, ist recht sauber geworden und wird dann auch so tatsächlich eingebaut. Tja. Umbau erledigt. Ja, da war ein bisschen Trial and Error dabei, aber ich bin jetzt mit der Lösung soweit ganz glücklich. Da wird noch ein klein bisschen dran getweakt, die Kabel ein bisschen schön verlegt, vielleicht noch hier oder da ein Schrumpfschlauch, aber das sind so Kleinigkeiten, die jetzt nicht wirklich so interessant sind. Wirklich interessant fand ich jetzt, dass halt die Beleuchtung, die RGB-Beleuchtung nach vorne kommt. Ich hatte das am alten Standort ausprobiert mit der Hand und die wurde einfach nur beschattet anstatt beleuchtet, da die RGB-Leuchte zu weit hinten war. Jetzt bin ich damit eigentlich so ganz zufrieden. Das wird so bleiben und jetzt nächste Aktion ist das Becken neu, oder vielmehr den Schrank und das Becken neu ausrichten, da ein neuer Platz ist und ich habe schon überprüft, wäre auch wirklich ein wahnsinniger Zufall. Nein, es steht jetzt nicht mehr in der Waage. Ja, und was wird das nächste Video? Sand ist da, Steine sind da, ich habe Holz da, bin da noch nicht ganz glücklich mit, aber da werde ich mir dann vielleicht noch was besorgen. Das heißt, das nächste Video geht schon Richtung Einrichtung und dann wird es so richtig interessant. Im Moment war es ja eher trocken, ein bisschen Technik, ein bisschen aufbauen. Aber für dieses Video war es das erstmal. Tschüss, euer Detlef.